Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Dead by Daylight. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und die gute Mac ist wieder mit dabei, am Start. Wir wollen sie ja prestigieren. Bald ist es auch soweit. Bald habe ich meine Millionen Blutspunkte. Und dann kleiden wir sie neu ein. So, jetzt wird erstmal der Generator hier fit gemacht. Sally, die Krankenschwester, ist auch unterwegs, falls jemand Kopfschmerzen hat. Sally ist bemüht, uns alle abhängen zu lassen. So, um zwei Patienten hat es getroffen. Okay, und einer ist jetzt bettlägerisch. Okay, es ist nicht der Keller. Dann versuchen wir mal zu retten. Okay, Sally ist voll in Action. Die ist voll aufgegangen jetzt als Krankenschwester. Da hinten hat sie ihren Patienten gefunden. Und wir werden noch den Generator hier fit kriegen. Und dann wieder auf zur Rettungsmission. Weil wir sind ja ein Mate, ne? Natürlich. Ja, wegen dem Sprintboost kann ich nicht laufen. Den hebe ich mir immer auf. Deswegen Eile in Weile. Okay. Dann gucken wir doch mal, wie der Generator hier oben aussieht. Okay.
Oh nein. Kommt irgendjemand hier hoch? Okay, Sally ist so abgelenkt, die kriegt das gar nicht mit hier. Ich glaube, wir könnten den Generator auch noch fit kriegen. Die sechste Minute ist angeschlagen. Und wir brauchen gleich nur noch zwei Generatoren, Leute. Jawohl, den kriegen wir auf jeden Fall fit. Gucken wir mal. Sally ist voll in Action. Man hört sie nur noch zischen. Da hinten ist doch, glaube ich, einer, oder? Und zur Abwechslung mal eine Truhe öffnen. Ich glaube nicht, dass wir was Besonderes finden, aber... Ja, sag ich ja. Mal versuchen, ob wir sie retten können. Ist aber immer knappe Kiste hier. Oh nein. Ellie ist doch jetzt aufmerksam geworden, oder? Nicht? Ernsthaft? Okay. Ich glaube, Sally hat noch nicht so viele Spielstunden. Also die Generatoren werden für mich jetzt wichtiger, gerade wo es nur noch zwei Stück sind. Da der, ja, da ist der Keller. Der berüchtigte Porno-Keller. Okay, jetzt kommt Sally. Könnt ihr euch mal da wegbewegen? Okay, noch ein Generator. Lässt Sally ab? Nein. Sally ist da sehr ehrgeizig. Wenn sie einmal einen Patienten im Fokus hat, dann... dann aber richtig. Ja, und wenn es ein 1000 Meter Lauf wird... Ne, Sally macht nicht schlapp. Okay, Sally ist ein Anfänger.
Oder eine Anfängerin. Ist okay. Okay, jetzt. Jetzt hat sie ihn doch erwischt. Oh no, 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 no. Oh nein. Ah, shit. Okay. Dann sollen wir mal gucken, ob wir den Ausgang geöffnet kriegen. Wir haben jetzt 11 Minuten durch. Ist eine angemessene Zeit. Okay, der Ausgang ist offen. Ich warte jetzt nur noch auf meine Mates. Okay. Oh nein. Geht's in den Keller? Wohin geht es? Nee, es geht nicht in den Keller. Okay. Was? Aber der ist doch raus, oder? Nein, er ist nicht raus. Warum? Oh, verdammt. Ich wollte mich gerade verabschieden. Oh nein, der ist auch weg. Verdammt. Ja, ich glaube nicht, dass die Luke jetzt hier in der Nähe ist. Okay, Sally, ich bin da mal weg. So. Tja, schade um meine Mates. Ich hab's ja versucht, ich wollte denen noch helfen, aber hat nicht mehr funktioniert. Ja, 738 Punkte. 738.000 Punkte. Ja, ich kam heute nicht dazu, irgendwelche Leute zu retten. Meine Mates waren immer schneller. Aber, na gut. Wichtig ist, wir haben den Pick. Und, wir haben wieder ein bisschen Punkte gemacht. Und bald ist es soweit. Bei einer Million werde ich die gute Mac dann prestigieren. Noch schöner machen, als sie schon ist. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Naja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Cap. Bis bald dann, ne? Ihr wisst es ja. Ciao.